We are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down. And that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hell no and do whatever I like. So ihr Lieben, heute ist schon der nächste Tag. Ich sehe dementsprechend kaputt aus. Ja, die Wäsche läuft, wieder der ganz normale Alltag. Ich habe die Sachen gespült von gestern. Gestern waren wir so kaputt. Und hier sieht es jetzt so aus. Da ist der frisch gepresste Orangensaft. Wir haben auch noch nicht die ganze Deko weggemacht, ehrlich gesagt. Weil Anna keine Lust hatte. Und wir dachten uns, das soll dann halt ein paar Tage bleiben. Übrigens hat die Mutter von meiner Freundin, von meiner Mama wollte ich sagen, das hier mitgebracht gestern. Total süß. Jetzt habe ich hier die Zuckerstückchen reingetan. Zuckerwürfel. Ja, hier sind noch Süßigkeiten. Dann steht Linas Kaufhaus jetzt hier. Das haben wir auch schön dekoriert gestern. Das war aber so voll, dass wir jetzt den anderen vollen Korb darunter gestellt haben. Hier muss auch nochmal aufgeräumt werden. Und sie hat auch wieder ganz viele Spielzeuge bekommen. Da steht übrigens noch Happy Birthday. Ansonsten, ich habe euch, glaube ich, eine Sache vergessen zu zeigen. Und zwar hat Lina einen Adidas-Anzug bekommen von meiner Freundin. Meine lieben Bettin und der Mama. Das habe ich jetzt aber weggepackt, weil das die Hose passt perfekt. Die ist sogar ein bisschen zu lang, aber das Oberteil, ich denke mal, da ist sie schon. Also nächsten Monat denke ich nicht, dass sie das noch anziehen kann. Deswegen tauschen wir das jetzt total um. Das ist so schön, Leute. Schaut mal. Lina wollte das gestern gar nicht ausziehen. Moment. Das ist so aus Samt. Süß, oder? Und einmal dazu passend die Hose. Lina hat es auch gestern anprobiert und wollte es gar nicht ausziehen, aber wir dachten uns, ist schade, wenn sie das nur einen Monat anziehen kann. Ausländer halt, ne? Und dann habe ich noch diese schöne Blume bekommen von der Mama. Dankeschön, die Leckabla dafür nochmal. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Ich bin wirklich so kaputt, obwohl ich hatte hier gestern Couscous, gestern Couscous-Salat gemacht. Den haben wir aber gestern vergessen, auf den Tisch zu tun. Das heißt, wir essen heute die restlichen Sachen von gestern, damit das nicht in den Müll geht. Wir haben noch Nudelsalat, Kartoffelsalat, Couscous. Was haben wir noch? Dann haben wir den Kuchen leider wegschmeißen müssen. Wir haben zwei, drei Stücke den Nachbarn gegeben. Und den Rest, also wir haben noch zwei Stücke für uns übrig gelassen. Nina hat auch schon ein halbes gegessen. Sie hat den Kuchen sehr gemocht. Da war ja eine Vanillecreme und Dingens. Achso, und wir haben noch Dorma. Aber nicht mehr viel. Lina hat heute zum Frühstück Dorma gegessen. Ja, das scheint ihr zu schmecken. Ne, Maus? Ja, jetzt habe ich natürlich alles, soweit es geht, weggepackt. Und bin froh, dass der Tag vorbei ist. Es war sehr, sehr schön. Wir haben Tabu gespielt, hatten total viel Spaß. Ich sehe so kaputt aus. Ja, jetzt warte ich auf Adam, der ist nämlich beim Fußball. Ich muss mich jetzt schminken. Und mir ein Gesicht malen, damit ich wieder mal wie ein Mensch aussehe. Ansonsten, ach so, was ich euch zeigen wollte, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt zeigen kann, aber die ersten Ergebnisse sind da von meinem Flanken, also der Seite. Ich muss mich auf jeden Fall wiegen. Beim Arzt habe ich 65,1 gewogen, davor habe ich 63 gewogen. Ich habe ja gesagt, dass ich 2 Kilo zugenommen habe, 2, 3 Kilo. Und ja, ich muss mich wiegen. Wir haben leider keine Wiege zu Hause, deswegen muss ich das bei der Apotheke oder so machen. Und was noch? Oder ich habe, glaube ich, diese Woche oder nächste Woche den nächsten Termin für meinen Bauch. Mal schauen, wie wir das machen. Was ich sagen wollte, und zwar, ich versuche das mal zu zeigen. Ihr seht, dieser Bauch muss weg. Das sieht jetzt ein bisschen pervers aus. Hier an den Seiten habe ich keine Schwangerschaftsstreifen mehr. Ich hatte hier Schwangerschaftsstreifen, die sind jetzt komplett weg. Und ja, das ist auch weniger geworden, habe ich das Gefühl, hier nach dem Strich. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe kein Taubheitsgefühl mehr, nichts mehr. Viele fragen mich immer nach den Kosten, damit ihr wisst, wie viel man ungefähr zahlen muss. Erstens, ihr kriegt 10% und zweitens, wenn ihr mehrere Sachen machen lässt,
kriegt ihr nochmal eine Ermäßigung. Das heißt, da müsst ihr halt etwas weniger zahlen als sonst. Deswegen kann ich euch nicht einen genauen Preis sagen. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Ich habe keine Flecken oder so von dem Gerät. Ich habe ein, zwei Videos gesehen auf YouTube und ich kann euch nur sagen, passt auf, lasst euch nicht verarschen, zahlt lieber 200-300 Euro mehr und dann habt ihr keine Probleme, auch nicht mit eurer Gesundheit. Ich hatte keine Probleme, keine Rötungen, nichts in der Art von so einem Knutschfleck, dass das blau geworden ist. Ich hatte wirklich nur 2-3 Tage dieses Taubheitsgefühl. Das ging auch danach weg und am ersten Tag konnte ich das halt nicht anfassen. Das hat ein bisschen wehgetan, aber jetzt ist alles weg. Nicht mal eine Woche ist unglaublich, ne? Also mir geht's super, super gut. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Und ich werde euch natürlich in 2-3 Wochen dann sagen, wie viel ich abgenommen habe und so. Aber davor kommt ja auch noch der Bauch. Ich bin mal gespannt. Das Video ist auf jeden Fall sehr gut angekommen bei euch. Ja, ich habe mich präsentiert. Bis jetzt kamen auch keine bösen Kommentare. Danke dafür. Aber ich finde, man sollte zu seinem Körper stehen, auch wenn man nicht zufrieden damit ist. Ja, ihr seht, ich traue mich nicht mal ins Schwimmbad zu gehen, aber ich zeige mich auf YouTube so präsent. Und ich will das wirklich nur, ich mache das nur, damit ich euch Mut machen kann, dass ihr auch seht, dass es auch anders geht. Bei mir hilft wirklich kein Sport. Also mit dem Bauch, das ist einfach, das geht nicht weg, weil das so hängt. Vielleicht an den Seiten hätte das helfen können, aber ich bin jetzt froh, dass ich das machen lasse. Und ja, ansonsten. Ich bin stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Ich hatte keine Bedenken, das nicht online zu stellen. Nicht mal eine Sekunde habe ich dran gedacht, dass ich das doch nicht mache. Ja, ich finde, jede Frau sollte stolz auf das sein, was er hat. Also egal, ob man ein bisschen zu viel drauf hat oder nicht, man sollte sich nicht schämen. Das ist doch das, was das Wichtigste ist. Wir sind einfach einzigartig und klar gibt es Sachen, womit man halt nicht zufrieden ist. Aber dass das jetzt auch die Haut strafft, das ist nochmal so ein Grund, das machen zu lassen. Also da hast du zwei in einem, strafft die Haut und du nimmst ab. Das ist. Und ich habe Videos gesehen über eine Fettabsaugung, Leute, damit ist nicht zu spaßen, ey, da, nee. Also da, davor würde ich sehr, sehr viel Angst haben. Allein, ich habe ja total vor Spritzen Angst. Ja, naja, ich mache mich jetzt fertig, genug gelabert und ich verlinke euch die Seite nochmal unten, die Webseite von denen. Und wenn ihr Fragen habt, geht dorthin, lasst euch beraten und ihr werdet sehen, ihr werdet keinen Fehler machen. Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Das habe ich jetzt tausendmal gesagt, aber es ist wirklich so. Wenn ich nicht zufrieden wäre, hätte ich das auch gesagt. Vor sowas habe ich keine Scheue. Und sagt man das so? Lena hat übrigens ihre neuen Ohrringe an. Zeig mal deine Ohrringe, das hat sie nämlich von Oma geschenkt bekommen. Sollen wir mal zeigen? Das haben wir jetzt noch in der Kreuzstraße ausgesucht. Warte, Köpenigöste, Köpenigöste. Warte, Bäckle. Nein, Bäckleöle. Das sind Lenas neue Ohrringe. Ne, das steht hier total. Ja, ansonsten. Was machen wir jetzt? Wir warten auf Papa, dann gehen wir raus, ne? Ein bisschen spazieren. Ja, aber nicht jetzt, Anneliese. Gleich, ja? Hände waschen. Okay. Wir waschen mal Lenas Hände. Sie will ihre Hände waschen. Und Zähne putzen auch, ne? So, ihr Lieben, es geht weiter mit dem Vlog. Und zwar haben wir gerade 3 Pakete mit Lena abgeholt. Oh, 3 Pakete mit einem Kinderwagen und einer kleinen Maus, die sehr unzufrieden ist, wenn sie laufen muss, wenn sie zu lange laufen muss. Naja, wir machen jetzt zusammen mal die Pakete auf. Ich bin kaputt. Und Lena freut sich schon. Jackie, nicht ich kann dann, ne? Ach, tut mir leid. Ist euch die Idee denn? Wow. So. Ach, scheiße. Warte, Lena. Genau, das sind auf jeden Fall 3 Pakete. Die machen wir jetzt mit Lena zusammen auf. Ach, schau mal, Bunderde. Und mal schauen, was ihr alles geschickt habt. Ich weiß selber nicht, was drin ist. Ich lasse mich hier immer überraschen und frage nie, was es ist. Weil egal, was man spendet, es ist für einen guten Zweck. Da ist es egal, ob es ein Bleistift ist oder keine Ahnung was. Lena macht schon auf. Warte, Anne, soll ich dir helfen? Sollen wir das mal auf den Boden tun? Komm, ich stelle die Kamera mal hier hin. Gell, wo du ja nochmal gell? Guna, das stimmt. So, ich richte mal kurz die Kamera. Okay. Ja, ich stelle mal die Schimmel. Gell, Otsu, Budia? Komm, Otsu, Anne, schau mal.
Das ist von der Debbie. Genau. Dankeschön, liebe Debbie. Jetzt schauen wir mal, was drin ist. Das interessiert auch mal voll viel, was alles drin ist. Warte, pass auf deine Hand auf. Das sieht schon mal schön aus. Sie hat das sehr, sehr schön verpackt. Mit den großen Dingern hier. Ich weiß nicht, wie man die nennt. So, und zwar ist hier ein Brief drin. Ja. Lina, warte, ich lese erstmal den Brief vor. Für Emel, Audel und Lina. Nein, nicht aufmachen, nicht aufmachen. Frohe Weihnachten und ein besonders neues Jahr. Hallo ihr Lieben, wünsche euch von Herzen, Manni, Debbie und Sebastian und Selina. Das eingepackte Geschenk ist für Lina gedacht. Eine richtig tolle Sache mit der Spendenaktion. Die allerliebsten Grüße. Dankeschön, liebe Debbie. Lina, macht das für dich. Das hat sie für Lina geschenkt. Ach, Atsch. Lina, nochmal gern. Und Atsch. Jetzt ist sie, sie soll das mal aufmachen. So, da haben wir einmal Marshmallows. Dann einmal von Lego, oder? Genau, so ein Space Series. Ich zeig das mal so in die Kamera. Ich hoffe, man erkennt das gut. Wie sie das aufmacht. Hat der Atsch? Ja, sie will jetzt hier die Süßigkeiten. Komm, wir machen das mal zusammen auf. Oh, Lina, guck mal, eine Puppe. Oh, danke schön. Eine Weichpuppe ist das. Guck mal, wie süß für deinen Babywagen. Baby, schnellst du weg, Baby? Ah, nein, 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 nein. Was ist das? Ich glaube, so eine Keksdose oder so. Ja, wie seid ihr? Sorry. Das sind Buntstifte, ne? So, dann haben wir hier so ein Maxi-Pack von diesen Süßigkeiten. Was ist das? Zeig mal. Dann haben wir, vielleicht kennen das einige von euch, da muss man das ziehen und das fliegt hoch. Dann haben wir hier Radiergummis, sind das glaube ich, so Delfin-Radiergummis. Dann haben wir hier so ein Kartenspiel. Ganz viele Schlüsselanhänger. So Smileys. Und hier noch mehr und noch mehr. Dann haben wir hier so eine Leinwand zum Ausmalen, so eine süße Katze. Lina, warte. Nein, das muss ich erstmal zeigen. Dann darfst du das haben. Ohne Gösterlede. Guck mal. Wow, was ist das denn? So, ihr Lieben, schnell. Lina halt, ne? Dann haben wir hier Schaumaufkleber. Ach, Sticker sind das. Und zwar in verschiedenen Mustern. Ich glaube, das sind Tiere. Sie hat sehr, sehr viel geschickt. Dann so ein Spielkoffer. Dann einmal noch so ein Schlüsselanhänger. Noch mehr Radiergummis. Dann so Tütchen. Drei Stück. Schön, ne? Dann nochmal das. Dann haben wir von Marsha und dem Bären einen Sticker. Das hat sie mir nämlich auch geschrieben. Guck mal hier, ein Sticker. Wer ist das? Bär! Dann haben wir hier noch mehr Delfin-Radiergummis. Dann haben wir hier sehr viele Stifte. Dann haben wir hier, ich will das jetzt nicht alles rausholen, 5 Packungen von diesen Knopperzwiebeln. Dann einmal so ein Buch. Was denn? Was ist das? Ach, ein Stempel, wie cool. So ein Stempel. Dann ein Jojo für die Jungs. Dann, Lina, nicht auf die Sachen drauf treten, bitte. Dann einmal sowas. Luftschlangen, noch mehr Stifte. Ich muss jetzt schnell machen. Dann von Bob der Baumeister. Irgendwas zum Ausmalen, glaube ich. Dann so Karten. Du willst auf meinen Schritt. Okay. Mit Lina. Ich sag's euch, das war gerade die Qual der Wahl. Dann haben wir hier so Strandschuhe. Ich glaube, das ist so zum Basteln. Dann haben wir hier Playmobil-Sticker und Igel-Radiergummis. Lina, zieh mal bitte deine Schuhe aus. Das tut unnormal weh, wenn du auf mein Bein drauf trittst. So, das packen wir jetzt wieder ein, okay? Wow, guck mal, deine Puppe. Ich wette mit euch, sie wird diese Puppe abgetrieben. Baby, schnellst du werden, ne? Baby, schnellst du werden, ne?
packen wir mal schnell wieder ein. Und übrigens, die ganzen Karten bewahre ich auf. Habt ihr euch das schon erzählt? Also diese Karten, die ihr mir schickt. Oh, dann sollen wir das aufmachen, das andere? Hauptsache mitgemacht. So. Ach so, ich habe diese Bildchen gar nicht gezeigt. Und da gehst du denn im Wäsch. Und da haben wir noch einmal so Badebilder. Nein, nicht aufmachen. Du hast genug bekommen, Lina. Guck mal, du hast da den Sticker von Bär. Guck mal, Bär. So, das ist das erste Paket. Jetzt kommen wir zum zweiten Paket. Verona? Kannst du es überhaupt tragen? Sorry. Wow. Sollen wir das mal aufmachen? Okay. Otto, Diana, mal. Das ist so, ich habe so Angst wegen dem Messer. Warte, wir müssen das mal so umdrehen. Das ist von der lieben Edda. Aus der Karlsruhe. Und ta-ta-ta-ta! Liebe Emel, ich bin's, Edda. Hoffentlich gefällt es dir. Das Parfüm und Handcreme von Trea Domon, die zwei Gesichtsmasken und zwei Duschgels von Balea und Waschgel von BB, Nagellackentferner, Ohrstäbchen sind für dich. Viel Spaß damit. Oh, wie lieb, danke. Das muss ich mir jetzt erstmal raussuchen hier. Ach, ich glaube, dieses Parfüm, das hat mir jetzt schon ein bisschen aufgemacht. Dankeschön. Spirit of Wild Roses, danke. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Das war gar nicht nötig, ehrlich. Huch, Moment. Soll ich jetzt mal richtig aufstellen? So, dankeschön. So, dann haben wir hier, was ist das? 6 Rezeptideen zum Fest von ihrem DM-Markt. Das lege ich auch bei den Kindern mit rein. Was ist das? Ich glaube, das war auch für mich, Lina. Ja, das ist eine Handcreme von Tracklemoon. Die werde ich auch hier hinlegen. Dann für die Kinder einmal so ein Mäppchen. Dann Seifenblasen, bitte. Dann haben wir hier, was ist das? Plastik. Achso, das sind so Fahnen von Cars. Das können wir dann im Zimmer aufhängen. Sehr gute Idee. Dann haben wir hier von Prinzessin Elsa sehr viele Sticker. Big Ninja. Dann haben wir ganz viele Buntstifte. Ich glaube, die Kinder haben jetzt so viele Buntstifte. Total cool. Warte. So, dann haben wir hier diese Traumzucker-Lollis. Ich weiß nicht, ob ihr mich gut seht. Ich stelle die Kamera mal so hin. So. Dann haben wir hier so Zahnputzbecherhalter. Nennt man das so? Einmal von Lili Maus, glaube ich, ne? Und einmal so von so einem Bär. Sehr schöne Sachen. Noch ein Mäppchen für die Stifte. Danach Lollis. Ganz viele. So, dann haben wir hier einmal so eine Zahnbürste mit Saugnapf von Bibi und Tina. Sieht man das? Und dazu passend einmal eine Zahncreme. Dann haben wir hier eine Maske. Ich glaube, die war auch für mich, oder? Ja, zwei Gesichtsmasken. Einmal die. Und sie meinte zwei. Ach so, und einmal hier von Balea. Chai-Vanilla-Maske. Da bin ich schon gespannt. Ich glaube, ich mache mir einen schönen Abend. Dann ist hier so ein Freundebuch von Barbie. Cool. Wow, der ist total schön. Am liebsten würde ich solche Freundebücher selber behalten. Aber ich habe ja nicht so viele Freunde. Dann einmal ein Waschgel und Augen-Make-up-Entferner. Das ist auch für mich gewesen. Dankeschön. Das tue ich auch mal hier hin. Dann von BB eine Creme. Hello Kitty Creme. Dann einmal Shampoo and Shower Sportsfreund. Dann ein Schreibset von Hello Kitty. Dann einmal Lolli. Ich mache jetzt schnell, sonst wird es zu lang. Dann ein Malbuch. So ein Prinzessinnen-Malbuch. Dann, was ist das? Sommerspaß. So ein ganz normales Buch. Dann haben wir hier von Star Wars etwas für die Jungs. Dann Nagellackentferner von Evelyn, das ist auch für mich. Dankeschön. Das war's auch. Achso, und Ohrstäbchen. Achso, die hier. Ja, die sind perfekt zum Mitnehmen, ne? Danke.
Habe ich euch das schon mal erzählt? Ich muss jeden Tag meine Ohren putzen. Ich habe so einen Tick. Dann haben wir hier Bananensplits. Ich glaube, das sind Haugummis. Dann haben wir hier schöne Haarspangen für die Mädels. Da freuen sie sich bestimmt. Dann haben wir hier so einen Kugelschreiberhalter. Oder, nee, das ist doch für die Zahnbürste, oder? Ich glaube schon. Das passt ja dann mit dem zusammen. So, dann haben wir hier ganz viele Duschgels. Einmal von Balea. Nochmal von Balea. Dann haben wir noch ein Duschcreme Prinzessin Sternzauber von DM. Und zum Schluss zwei Stempeln von Hello Kitty und einmal von Prinzessin Elsa. Ja, das war's auch. Hier ist noch was. Ich glaube, das war's. Also, ich danke dir auch, liebe Edda. Voll süß, sie hat das auf so einen Zettel geschrieben. Das kommt auch in meine Erinnerungsbox von YouTube. So, das packe ich jetzt wieder schön ein. Ich packe jetzt auch erstmal meine Sachen da wieder rein, weil ich habe jetzt Angst, dass Lena die Cremes aufmacht. Und ich freue mich sehr, sehr über die Sachen, die du mir geschickt hast. Dankeschön. Passend zu meinem Geburtstag morgen. Ich habe ja am 6. Dezember Geburtstag. Und, ja. Und am 9. haben wir Hochzeitstag. Und morgen wollte meine Freundin mich besuchen, damit ich nicht alleine bin an meinem Geburtstag, weil auch nicht arbeitet. Mal gucken, wie wir das machen. Meine Mutter meinte auf jeden Fall, dass sie auf ihn aufpassen würde. So. So, ich glaube, jetzt kommt das Paket. Okay, jetzt kommt ein Brief. Den werde ich auf jeden Fall vorlesen, weil ich habe schon ein paar Wörter gelesen. Liebe Emel, ich wollte nur noch mal sagen, wie toll ich es finde, dass du deine Reichweite so toll nutzt. Es gibt so viele, die das 10-fache deiner Abonnentenzahl haben, scheinbar ihre Menschlichkeit verloren haben und solche Themen total verdrängen. Leider bin ich nicht die Reicheste, daher habe ich nicht die Chance gehabt, irgendwelche besonderen Dinge zu kaufen. Ich hätte das Geld zwar auch überweisen können, aber dann hättest du vielleicht etwas Besseres kaufen können. Jedoch hätte ich mir selbst die Mühe... Jedoch wollte ich mir selbst die Mühe machen. Jedoch wollte ich mir selbst die Mühe machen, da ich es für mich selbst so persönlich finde. Liebe Grüße an deine tolle Familie, Miriam. Ich danke dir vom Herzen. Und ich sehe schon das erste. Das sind diese Schokoladenschneemänner. Die hatte ich auch einmal gekauft. Dann haben wir hier drei Adventskalender. Einmal das. Wintertraum steht hier drauf. Also von Wintertraum, denke ich mal. Der war stehen, dann fällt jetzt gleich runter. Und einmal das. So, dann haben wir hier einmal Malen nach Zahlen. Ich habe das geliebt damals. Sowas von einmal für die Mädchen, einmal für die Jungs. Dann haben wir hier so ein Puzzle, glaube ich, ist das, ja, von Frozen. Dann. So, jetzt kommen kleinere Sachen. Einmal so eine Anti-Pickel-Maske, eine Feuchtigkeitsmaske, eine Peel-Off-Maske und eine totes Meer-Maske. Das tun wir auch hier hin. Dann haben wir hier Buntstifte, Filzstifte. Du hast total viel geschickt. Dann 6 Stempelstifte. Habe ich noch nie gehört oder gesehen. So, dann haben wir für die Jungs was Cooles. Und zwar, das ist das Lieblings-Deo von meinem Bruder zum Beispiel. Einmal Dorfman. Total schön. Dann haben wir hier eine Tüte voll mit Süßigkeiten. Dann haben wir einmal diese Stangen. Einmal so diese Bubblegums. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich diese Sachen in die anderen Tüten mit reinpacke. Milky Way, diese Sterne, Weihnachtsmänner. Lina pustet die ganze Zeit da rein. Und dann ganz viel Milky Way, Süßigkeiten. Was ist das denn? Hier wackelt. Ach so, hier sind Smarties drin. Ich denke mir, hier wackelt doch was. Und dann noch mehr. Da hast du so eine Tüte vorbereitet. Danke dafür. Das Video ist jetzt voll lang geworden. Ich glaube, nach diesem Ding beende ich das Video auch. Sonst wird das zu lang. Dann haben wir hier nochmal dieselbe Tüte mit genau demselben Inhalt. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich das zu den anderen Sachen mit reinpacke. Das ist nicht für dich. Das packen wir mal wieder ein. Ach. Und hier haben wir nochmal dasselbe. Ganz viel Schokolade und die Dinger. Ich will jetzt nicht alles rausholen. Ich habe Angst, dass Lena sonst zugreift. So, dann haben wir... Nein, ist das Diddle? Nein, oder? Das ist nicht Diddle.
Nein, das ist nicht Diddle, ich wollte schon sagen. Hallo. Was ist das denn? Ich habe das noch nie gesehen. Hier steht Bibommel oder so. Auf jeden Fall hat sie für die Mädels dann so Karten geschickt, da können die den Eltern oder so Briefe schreiben. Ich weiß ja jetzt nicht, ob die Kontakt zu den Eltern haben dürfen oder nicht. Und dann haben wir hier noch drei Sachen. Einmal so das sind zwei Blöcke zum Schreiben. Ich finde das total schön, so jeder kauft was anderes, was ich vielleicht noch nie in meinem Leben gesehen habe, irgendwo. Dann einmal so ein Ausmalbuch für Erwachsene. Und nochmal dasselbe. Voll schön. Ich danke dir vom Herzen. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Also jetzt haben wir drei Spendenpakete mehr. Ja. Das packen wir mal schön wieder ein. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Es kommen jetzt Pakete an, so langsam. Geld kommt nicht mehr. Aber ist ja nicht schlimm. Es wurde viel gespendet. Auch wenn ihr noch spenden wollt, könnt ihr spenden. Bis zum 12. habt ihr Zeit. Ich finde es halt besser mit dem Geld, weil man dann die Versandkosten spart. Weil das ist schade, wenn man 5 Euro oder mehr für den Versand bezahlen muss. Dann bestelle ich das und ab 50 Euro Einkaufswert musst du keinen Versand zahlen. Ich hoffe, ihr wisst das schon. Nein, hör auf damit jetzt. So, ihr Lieben, das war's. Achso, die habe ich vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Danke nochmal für die Puppe und für die ganzen Beauty-Sachen für mich. Und ich freue mich total. Ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und danke für alles. Tschüss. Bye.